Kolleginnen und Kollegen, wir hatten jetzt hier im Haus gerade die vierte Verhandlung der Tarifrunde Metall und Elektro. Und die Arbeitgeber sind immer noch nicht in der Lage, ein konkretes Angebot vorzulegen. Sie sind nicht in der Lage, uns etwas anzubieten, was auch nur ansatzweise eine Lösungsorientierung bietet. Immer noch keine Zahlen, aber was sie wollen, ist differenzieren und variabilisieren. Was heißt das? Im Zweifelsfall ein Ergebnis einfach wieder versenken und im Zweifelsfall darüber nachdenken, wie man tarifliche Jahressonderzahlungen auch nochmal reduzieren kann. Das ist kein Angebot, das ist eine Kampfansage. Es gilt jetzt in den Betrieben zu mobilisieren. Ab dem 2. März müssen wir gemeinsam auf die Straßen gehen. Wir müssen am 1. März gemeinsam mit allen anderen in der Republik von 17 bis 19 Uhr diesen Tarifauftakt gestalten. Und dann gilt es ab dem 2. März unsere Kraft auf die Straße zu bringen. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Wer nichts anbietet, wer Stillstand hat, der wird von uns bewegt. Deshalb gilt es ab jetzt auf die Straße gehen, Kolleginnen und Kollegen ansprechen, für unsere Sache mitgewinnen. Wir brauchen jetzt unsere Kraft und unsere Kraft sind viele, viele Menschen, die solidarisch für unsere Forderung einstehen, für eine bessere Zukunft, für sichere Arbeitsbedingungen und für mehr Geld. Das ist das, worum es jetzt geht. Ich baue auf euch. Dankeschön.